Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder ein Speedbuild, denn ich habe im Stream eine Pride Bar gebaut. Und ich würde sagen, wir hüpfen direkt ins Speedbuild rein. Da ich das Ganze ja gerne als Podcast benutze, dachte ich mir so, wir können ja ein bisschen darüber reden. Also wie gesagt, das Ganze wurde im Stream gebaut, letzten Sonntag. Ihr könnt das Ganze als VOD nochmal nachsehen. Das ist auf meinem zweiten Account. Warum ist die Cam gefrieselt? Oh mein Gott. Wait a minute. Das ist sehr professionell, Leute. Warte, wir machen das. Wir kriegen das wieder hin. Alles gut. So, also, wie gesagt, wir sind im Stream auf die Idee gekommen. Also, das ist eine Lüge. Wir haben auf jeden Fall das im Stream gebaut. Wie gesagt, ihr könnt das auf meinem zweiten Account nachgucken. Und ja, wir hatten sehr viel Spaß. Wie immer, also generell, wenn ich live bin, könnt ihr gerne mal vorbeischauen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ich freue mich, wenn ihr dazu stößt. Und ja, also dieser Stream war an sich sehr cozy, aber ich wurde auch zum ersten Mal geradet. Wenn ihr nicht wisst, was das heißt, weil ihr vielleicht auf Twitch nicht so am Start seid. Wenn ihr fertig seid mit Streamt, kann die Person, die gestreamt hat, ihre Zuschauer zu einem anderen Stream schicken, und das ist zum ersten Mal bei mir passiert. Das war sehr cool. Ich war auch ein bisschen überfordert, aber es war auch sehr, sehr süß. Also Leute waren sehr, sehr nett. Also ist alles tutti. Also wie gesagt, also es war sehr aufregend für mich. Also ich bin ja auch generell ein Mensch, der sehr schnell kurz ein bisschen überfordert ist. Also ich wusste auch nicht so ganz, was ich machen soll in meinem Leben. Aber es ist okay. Wir kamen klar. Wieso baue ich eigentlich eine Pride Bar? Es ist natürlich Pride Month. Es ist Juni und deswegen sehe ich auch schon den ganzen Monat so aus wie so ein Unicorn. It's fine. Lieben wir auch ein bisschen, ne? Also jeden Sonntag mache ich mir neue Dinge ins Gesicht, deswegen poolen die jetzt schon langsam wieder ab. Naja, Dinge passieren. Eigentlich wollte ich das Ganze auch schon gestern aufnehmen. Also es ist heute Dienstag, wo ich das aufnehme. The problem war, gestern... Ja, also ich wollte zum ersten Mal seit langem mal wieder ein bisschen vorproduzieren. Aber das Problem war, naja, mein PC ging einfach nicht mehr an. Mein Freund hat das zum Glück gefixt. Also man musste nur diese Batterie kurz rausnehmen und wieder reinnehmen. Aber ich traue mich da nicht dran. Das Ding war mir zu teuer und ich habe Angst, dass ich irgendwas falsch mache. Deswegen dachte ich mir so, aber ja, das Ganze hat mir dann jetzt bezüglich Vorproduktion nicht wirklich geholfen, wenn ich ehrlich bin, weil ich jetzt so nichts machen konnte. Also es ist jetzt genauso wie sonst auch, weswegen das Ganze natürlich irgendwie ein bisschen wild ist. Naja. Ich habe hier so ein paar Sachen übrigens rausgeschnitten. Ihr werdet jetzt sehen, dass ich hinten nämlich anfange, auch diese bunten, diese Regenbogen-Dings zu machen. Aber ja, Leute, also es hat sehr lange gedauert und ich war sehr gestresst davon, dass ich das überhaupt mache. Aber ja... Ich habe euch das jetzt mal erspart, weil das wäre irgendwie ein Segment von irgendwie 3 Minuten gewesen. Also während es abgespeedet ist. Also es hat gedauert. Aber ich finde, letztendlich hat es sich gelohnt, weil das ist der Inbegriff von Pride Bar. Deswegen, wir sind mal wieder hier von Höckchen auf Stöckchen. Das werdet ihr im Speedbuild selber auch sehen. Ich bin es einfach, Leute. Ich kann mich nicht entscheiden, mich auf eine Sache zu fokussieren. Mein Gehirn funktioniert so nicht. Naja. It's fine. Aber da ich das Ganze als Podcast benutze, kann ich ja auch mal ein bisschen über mein Leben reden. Machen wir ja hier auch gerne, wenn ich hier so ein Voice-Over mache. Denn, wie vielleicht einige schon mitbekommen haben, ich habe es auf jeden Fall im Stream erzählt und auf Instagram und auf Twitter und so. Aber ich weiß, dass manche mich auch nur auf YouTube verfolgen. Deswegen, ich fange ab August die Erzieherausbildung an. Und ich habe direkt die Auflage bekommen, dass ich mir einen Praktikumsplatz suchen muss. Einmal für 3 Wochen, einmal für 1 Monat. Und das ist dann halt dieselbe Stelle. Und deswegen dachte ich mir dann gestern, weil wenn mein PC eh nicht funktioniert, kann ich ja wenigstens dahingehend produktiv sein. Und habe dann tatsächlich mich dazu entschieden, anzurufen. Und Leute,
wenn ihr jetzt schon länger dabei seid, wisst ihr, dass ich halt eine Angststörung habe und naja, telefonieren und so und generell, es ist alles ein bisschen überfordernd für mich. Also ich hatte auch ein Bewerbungsgespräch und ich war so nass geschwitzt danach, obwohl das null wichtig war, weil ich ja schon einen festen Platz hatte. Deswegen war es egal, ob die mich wollen oder nicht. Aber naja, also jetzt beim Berufskolleg. Aber letztendlich bleibe ich bei dem, wo ich jetzt eh schon einen Platz habe. Deswegen, wie gesagt, ich habe auf jeden Fall gestern dann versucht anzurufen bei Nakita. Und ja, es ging keiner dran, wo ich mir schon dachte, Bruder, ich habe gerade meine komplette Kapazität dafür genutzt anzurufen, dann geht keiner dran. Gut, eine Viertelstunde später habe ich dann nochmal angerufen und dann geht jemand dran und ich höre auf der anderen Seite einfach nichts. Ich so, hallo? Und das hat mich einfach keiner gehört. Also beziehungsweise ich habe die nicht gehört. Vielleicht haben die mich gehört. Ich weiß es nicht. Jedenfalls dachte ich mir dann so, vielleicht schreibe ich einfach eine Mail und sage, dass das irgendwie nicht so ganz funktioniert hat. Weil ein drittes Mal anrufen, die Kapazität hatte ich dann doch wirklich nicht. Wisst ihr, ich habe schon die Kraft aufgebaut, dass ich wirklich da anrufe. Und es ist wirklich, wirklich anstrengend für mich. Und dann klappt das nicht so. Also ich hatte bestimmt bis 150, als ich angerufen habe. Und dann klappt das hier nicht. Also, entschuldige erstmal. Naja, jetzt habe ich eine Mail geschrieben und habe gesagt, dass das nicht so funktioniert hat, aber dass die mich telefonisch auch erreichen könnten, potenziell. Ich will das nicht. Ich hoffe, die melden sich einfach per Mail zurück, weil sonst heule ich wahrscheinlich. Aber es ist schon okay. Wir kriegen das hin. Hauptsache, ich kriege einen Praktikumsplatz. Ist wohl wichtig. Also bisher haben sie sich noch nicht gemeldet. Es ist gerade 14 Uhr für mich. Bis zum Upload des Videos vielleicht haben die sich bis dahin gemeldet. I don't know. Ich warte jetzt auf jeden Fall diese Woche noch ab, wenn die sich bis dahin nicht gemeldet haben. Weil es ist halt so mein Place, wo ich auf jeden Fall gerne hingehen würde. Deswegen wollte ich jetzt erstmal sicher gehen, ob die mich wirklich nicht wollen oder keine Ahnung. Deswegen warte ich jetzt diese Woche noch ab, ob die sich halt bei mir melden. Und wenn nicht, fange ich nächste Woche natürlich an, dass ich mich dann auch bei anderen irgendwie versuche zu bewerben. Weil ohne Praktikumsplatz funktioniert das nicht, weil das ist ja ein sehr wichtiger Part der Ausbildung, dass man eben Praktika macht und da dann auch Angebote führt und so mit den Kindern. Und ja. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf diese Ausbildung. Ich weiß noch nicht ganz genau, was ich davon halten soll. Ich, ja, habe die Schule auch noch nie gesehen und so. Also es wird alles sehr aufregend. Ich werde aber bestimmt auch ab und zu, zumindest auf Social Media, vielleicht auch mal in einem Speedbild oder sowas, wieder im Stream, kann ich auch gerne darüber reden, wie das halt alles so läuft in der Ausbildung. Ich bin, wie gesagt, sehr aufgeregt und ich hoffe, dass das alles relativ entspannt wird. Weil eigentlich Schule ist ja für mich immer chillig des Todes gewesen, deswegen. Ich glaube, das könnte schon ganz gut sein, so. Deswegen. Ja, ich bin aber auch sehr aufgeregt. Ich sag, wie es ist. Was relativ normal ist, glaube ich, weil neue Situationen und so und wie ich euch ja vorher schon erklärt habe, Angststörungen und so, da ist es nicht alles so easy. Aber wir machen das alles. Also ich habe auch Support von außen und ich glaube, das wird alles schon irgendwie funktionieren. So, wie ihr jetzt hier seht, ich habe da so eine kleine Ecke gemacht, wo man halt dann auch so Musik machen kann und so, weil ich dachte mir so, keine Ahnung, was braucht man in der Bar so, ne? Und ja, also ich habe natürlich, A, musste ich mich ja an die Anforderungen halten, weil sonst, ja, funktioniert der Grundstückstyp halt gar nicht. Deswegen habe ich halt versucht, alles möglich bunt zu machen. Viel war ja auch so wirklich in diesen Regenbogenfarben und so, was halt sehr, sehr cool ist, aber leider nicht alles. It is a problem. Deswegen habe ich dann einfach gesagt, okay, dann mache ich das einfach generell dann sehr bunt so, ne? Aber es ist mir teilweise sehr schwer gefallen, weil, also normalerweise wisst ihr ja, versuche ich immer alles möglichst hundertprozentig zu matchen und wenn das nicht geht, bin ich so. Deswegen war das ein bisschen eine wilde Sache, die ich jetzt hier so
gemacht habe. Ich habe übrigens rausgeschnitten, wie ich das Badezimmer dekoriere, weil das fand ich jetzt nicht so spannend. Außerdem hat das auch wieder sehr viel Zeit eingenommen. Ich habe immer versucht, uninteressantere Parts irgendwie rauszuschneiden, damit das jetzt nicht unendlich lang ist. Weil ich habe das Ganze jetzt auf 18 Minuten gekürzt. Als ich das so komplett runtergedingst habe, war ich irgendwie bei 35 Minuten oder so. Deswegen, ich habe versucht, halt möglichst das ja, eben zu kürzen, damit es halt nicht viel zu lang ist und so, weil ich gucke mir zwar auch gerne mal längere Speedbuilds an, aber ich denke mir auch zwischendurch so, also wenn da wirklich Sachen sind, wo man sich denkt, warum, dann weiß ich nicht. Also wie gesagt, so Badezimmer oder so finde ich jetzt nicht so krass. Hier oben seht ihr übrigens unsere wunderschöne Influencer-Ecke. Mein Chat auf Twitch fand es auf jeden Fall eine richtig gute Marketing-Idee, dass es eine Influencer-Ecke gibt. Also man kann da halt Fotos machen und so. Und ich fand das einfach ganz cool. Also weil für mein Gameplay ist das halt auch einfach immer so eine Sache. Ich mache ja immer gerne mit meinen Familien Fotos und so. Und dahingehend fand ich es auf jeden Fall ganz cool, dass man dann da auch eben diese Kamera nutzen kann. Und dann, ich hab keine Ahnung, ob das genug Platz ist an sich, ne? Aber allein, dass da überhaupt so eine Kameraecke ist, finde ich schon geil. Deswegen, ja, ich hoffe, dass das für euch auch, dass das euch auch gefällt, so. Die Barecke ist relativ klein und so, aber ja, also man geht ja auch nicht für die Bar in die Bar, oder? Hahaha, Spaß. Ja, dann seht ihr da links ja dann auch diesen Dance-Bereich, weil, warum meinte ich nicht? Und oben habe ich dann ja auch noch diesen Chill-Bereich. Und eben, jetzt sind wir halt draußen, da kann man halt auch nochmal ein bisschen chillen. Und ich habe da jetzt dann, das werdet ihr gleich sehen, habe ich da auch noch so ein, wie heißt das? Diesen Hochzeitsbogen platziert, genau. In Regenbogenfarben, weil ich dachte mir so, vielleicht ist eine Pride Bar ja was für ein Gay Couple oder so, oder generell ein queeres Pärchen. Ist ja vielleicht mal ganz cool, I don't know. Ich dachte, also weil ich wusste auch nicht, wie ich das anders irgendwie füllen soll, weil ich wollte das jetzt auch nicht komplett zustellen, weil ich weiß, das ist jetzt kein Club, aber in Clubs ist es ja auch so oft, dass dann da einfach so ein Außenbereich ist, wo halt dann quasi die Raucher meistens chillen. Aber, you know, so, das wollte ich halt so ein bisschen damit darstellen, dass man halt dann draußen einfach so chillen kann, I don't know. Ich hoffe, ihr könnt das irgendwo nachvollziehen. Ich fand es auf jeden Fall. Ich finde es relatable. Es ist nicht zu zugestellt. Oh mein Gott. Aber trotzdem kann man da halt eben was machen. Das ist halt immer so das, was ich irgendwie erreichen möchte. Dass halt möglichst viel irgendwie so Gameplay-Elemente auch einfach damit einfließen, weil die meisten Grundstückstypen, die jetzt von EA selber jetzt irgendwie im Spiel sind, da kannst du halt wirklich kaum was machen, weil die haben halt wirklich nur diese Anforderungen abgeklappert, die dann da platziert und das war's so. Und ich finde halt, wenn da wirklich nur eine Bar und ein Fernseher ist, ist es irgendwie ein bisschen langweilig. Deswegen dachte ich mir, ja, keine Ahnung, da oben ist halt ja dieser Tischtennistisch und halt die Dartscheibe und so. Das finde ich halt einfach schon. Wenn man so ein paar Sachen hat zumindest, die man machen kann, ist es halt einfach, dann lohnt es sich auch mehr, da halt hinzugehen. So, darum geht es mir dann auch einfach. Und es soll natürlich auch gleichzeitig ziemlich cool aussehen, weil sonst, ja, lohnt es sich halt irgendwie auch nicht so richtig, ne? Deswegen, ja. Und ich finde, letztendlich habe ich einen ganz guten, ja, wie nennt man das? So ein Clash gefunden, Match. Dass es zwar sehr bunt ist und sehr Pride und ne, das schreit so halt queer und was weiß ich nicht, aber trotzdem, dass es einfach nicht zu überladen ist. Also, dass es trotzdem angenehm ist anzusehen, dass man nicht sich denkt, oh mein Gott, meine Augen brennen. Weil, naja, also dafür sind Bars halt einfach da, so, you know, dass es auch trotzdem irgendwie ein Chill-Vibe ist, ne? Also in Bars ist es ja nicht so, dass man jetzt so krass viel Party macht. Deswegen habe ich jetzt die Tanzecke ja auch eher klein gemacht. Wenn ihr versteht. Deswegen, ja.
Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Im Großen und Ganzen bin ich auf jeden Fall zufrieden mit dem, was ich da halt dann irgendwie zusammengeschustert habe. Es ist mir auf jeden Fall schwer gefallen, das Ganze zu bauen. Gerade auch, weil ich dann eben live war und dann auch dann halt dazu geredet habe. Normalerweise, bisher war es ja immer so, dass ich in Speedbuilds und so, wenn ich Speedbuilds gemacht habe, dass ich das dann ja privat gebaut habe und dann habe ich nebenbei keine Ahnung, eine Serie geguckt oder weiß ich nicht was, Musik gehört. Und jetzt war es halt einfach so, okay, ich muss jetzt irgendwie versuchen, meine Inspiration hier einzubauen und nebenbei zu erklären, was ich damit erreichen möchte, weil ja, sonst funktioniert das irgendwie nicht ganz so. Ja. Ich habe hier übrigens, was das Landscaping angeht, versucht, mir das möglichst einfach zu machen, weil ich habe keine Ahnung, wie man landscaped auf Gemeinschaftsgrundstücken. Also ich finde Landscaping generell sehr, sehr schwierig. Ich habe es ein bisschen rausgeschnitten, weil es sehr anstrengend anzusehen war, weil ich platziere da ja jetzt diesen Baum und die, die ich dann da an der Seite platzieren möchte, die... Naja, ich versuche bestimmt 20 Minuten lang das so zu drehen, dass es, dass es halt nicht so sehr in den Raum reinragt. Ich konnte es jetzt aber auch nicht weiter wegschieben, war das Problem. Deswegen, ja, also es war auch ein bisschen wild. Ich glaube, live das zu sehen, war auch ein bisschen anstrengend. Aber ja, es gehört halt einfach dazu, ne? Letztendlich, wie gesagt, vielleicht wollt ihr euch das antun, vielleicht nicht. ich bin ganz froh für die Leute, die das Speedbild sehen, die dann einfach diesen Part nicht miterleben mussten. Weil wenn ich gekonnt hätte, hätte ich das auch von mir geschoben, weil wirklich, also dass ich das da selber irgendwie miterleben musste. Also, dass ich das da irgendwie hinkriege, dass das nicht in den Raum reinragt. Also, es war schon, naja, also gibt Besseres in meinem Leben. Das wünsche ich mir auch nicht nochmal, wenn ich ehrlich bin. jetzt habe ich hier noch so ein bisschen versucht, halt nochmal so ein bisschen, dass das so ein bisschen besonders ist und so. Ich habe da ja auch, damit die Farben und so ein bisschen geändert werden können, habe ich ja auch ein Sim dahin geholt, damit das dann auch alles funktioniert. Dann wollte ich mir das nochmal ein bisschen ansehen. Aber ja, das hat mir dann soweit auch ganz gut gefallen, auch mit der Nebelmaschine und so. Ich habe halt viel jetzt mit diesem neuen Party-Zubehör-Set gearbeitet. Ja, genau. Deswegen, ja. Weil das halt auch viel diese Regenbogensachen hatte und so, deswegen. Ja, würde ich jetzt sagen, gehen wir jetzt einfach mal straight up ins Spiel, dann zeige ich euch das Ganze nochmal. Und ja, dann reden wir nochmal genau darüber, was das hier eigentlich alles sollte. Ich bin tatsächlich direkt hier reingestartet mit unserem Girl. Wild. Mit ihr haben wir das dann ja auch zusammen gemacht, sag ich mal. Nebenbei kann man ja schon mal Screenshots machen fürs Thumbnail. Also, das hier ist unsere Pride Bar. Und ich finde es so unfassbar cool. Ich gehe mal ganz kurz in den Baumodus und zeige euch, dass das eben im Dunkeln alles hier leuchtet. Und das ist so cool. Ich liebe es sehr. Ich wünschte, das Dach würde auch leuchten. Das wäre so geil. Aber es ist schon gut genug so. Also, hier an der Seite, das habe ich jetzt im Speedbit selber gar nicht so angesprochen, habe ich halt so Graffiti und so. Hier kann man auch diese Straßenkunst machen. Hier ist ein Wuhu-Spot, ganz wichtig, meiner Meinung nach. Und hier ist dann unser, ich weiß nicht, wie man das nennt, halt der Hinterhof, würde ich sagen. Wo dann so eine Pagoda ist, wo man dann halt chillen kann, so ein bisschen. Ne? Hier ist unser Wedding-Spot, einfach süß hier. Ja, hier sind noch Wuhu-Büsche. Ich weiß nicht, ob man die betreten kann. Aber sie sahen auch einfach gut aus. Also es ist mir egal. Auf jeden Fall, wenn man halt hier dann reinkommt, dann kommt man erstmal in diesen Bereich hier, den ich sehr, sehr cool finde. Auch hier mit den Regenbögen und so.
kommt man dann hierhin, wo man dann eben, wie gesagt, so ein bisschen seine Band aufbauen kann, wenn man möchte. Ist auf jeden Fall ganz chillig. Hier ist dann der Tanzbereich. Die Nebelmaschine funktioniert ja auch und ich liebe die neue Disco-Kugel, à la Badelot. Wie gesagt, es ist ja alles irgendwie voll mit diesem Party-Set. Hier ist unsere Bar-Ecke. Auch sehr entspannt, meiner Meinung nach. Und ich habe dieses Bild gefunden und ich liebe es ja so sehr. Wie gesagt, überall hängen dann auch Pride-Flaggen, weil wir wollen natürlich hier symbolisieren, wo wir sind, ne? Dann geht man hier die Treppe hoch, ist ja erstmal in so einem schmalen Gang, kommt man hier in den Influencer-Marketing-Bereich, wo man dann eben Fotos schießen kann. Ich liebe es ja sehr. Hier kommt dann auch so Lichter raus, hat man, glaube ich, im Speedbild kurz gesehen. Und hier sitzt schon eine Frau, hallo. Also hier ist, wie gesagt, der Tischtennisbereich und das ist von dem Login-Event, diese Dartscheibe. Und hier ist auch dieser coole Fernseher, der auch nochmal leuchtet. Einfach perfekt hierfür, finde ich. Irgendwie fehlt diese Couch. What is happening? She's back. Sie wurde einfach irgendwie ausgeblendet. I don't know. Dann führt das Ganze hier ins Bad. Ist natürlich genderneutral, offensichtlich. Und ich habe hier die Toiletten alle andersfarbig gemacht. Und hier ist halt dann auch so richtig viele Spiegel und sowas, weil lieben wir ja einfach. Fand ich irgendwie realistisch, I don't know. Ja, das war's dann im Großen und Ganzen auch schon, ne? Das Ganze findet ihr auf meinem Profil in der Galerie. Junge, 20 Downloads und 4 Likes seit gestern. Alter! Also ich habe das erst gestern hochgeladen. Vorgestern. Ich habe das erst vorgestern hochgeladen. Beziehungsweise. Ja, am 16. halt. Deswegen, das ist das Neueste, was in der Galerie ist. Ich heiße da Mulli Girlie, genauso wie auf Twitch übrigens. Wie gesagt, ich freue mich, wenn ihr euch auch mal irgendwie in den Stream verirren solltet. Ansonsten, wie gesagt, ist mein VOD-Channel hier auch verlinkt, damit ihr euch das Ganze in voller Gänze ansehen könnt, wenn ihr möchtet. Ich hoffe, dass euch das Ganze gefallen hat. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!